Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Ich weiß, der letzte Part war ein bisschen kurz, habe ich im Endeffekt auch gemerkt, aber was soll ich tun? Was soll ich tun, Leute? Dafür sind die Witcher Parts ja eigentlich... Geralt, da ist ein Stein. Dankeschön. Dafür sind die Witcher Parts ja eigentlich immer ein bisschen länger. Dann ist es ja vielleicht auch mal nicht so schlimm, wenn mal ein Part ein bisschen zu kurz gekommen ist. Hoffe ich doch. So, verbringe den Abend mit den anderen Hexern. Was heißt denn den Abend verbringen? Das, die besaufen uns jetzt erstmal ein bisschen. Da wäre ich eigentlich voll für. Da wäre ich direkt dabei. Wir gucken uns mal ein bisschen hier um. Aha, da sitzen sie doch. Wir haben alles, was du brauchst. Großartig. Lambert, bereite die Apparaturen vor. Eskel, geh. Das reicht, meine Liebe. Ich gebe hier die Anweisungen, nicht du. Wir hatten eine Vereinbarung. Wir heilen Uma auf meine Weise. Ich sagte, wir helfen dir. Das war's. Du hast es noch nicht für nötig gehalten, uns zu informieren, was du mit ihm machen willst. Es ist nicht sicher, oder? Dachte ich's mir. Deshalb sollten wir erst eine andere, weniger gefährliche Methode versuchen. Was meint ihr denn für eine andere Methode? Welche andere Methode? Stammt aus einem traditionellen Brauch. Hab sie oft benutzt. Etwa im Jahr 1211, um den Fluch des Schwans von Povis zu brechen. Ich bringe Uma in die Berge. Und dann heult ihr zusammen den Mond an? Etwas mehr Respekt. Du redest nicht mit Geralt. Nein, das machen wir nicht. Ich lege ihn auf einen Grabstein. Um Mitternacht gebe ich ihm einen Tee mit Schierling, der... Das muss ich dir nicht erklären. Meiner Meinung nach... Ich kenne deine Meinung, aber ich bitte dich nicht um Erlaubnis. Ich sage dir, was passieren wird. Im Morgengrauen bin ich zurück, mit Uma. Oder was auch immer in ihm drin ist. Habe ich jetzt alles umsonst gemacht? Ach komm. Wesemir ist ein mürrischer alter Mann geworden. Wesemir ist auf seine alten Tage etwas mürrisch geworden. Das war noch gar nichts. Du hättest ihn letzten Winter erleben sollen, als Lambert ihm vorschlug, Kaer Morhen endlich zu verlassen. Was ist so toll an diesen alten Ruinen? Feuchte Mauern, undichte Dächer und im Winter ist es ein einziger verdammter Eisklotz. Wesemir hat kein Wort gesagt. Stand da, griff sein Schwert und schlug auf seinem Weg nach draußen die Tür ein. Kam erst nach einem Monat wieder. Und was jetzt? Nun, wir haben den Abend frei. Was machen wir jetzt? Wesemir sagte, dass ein paar Dachbalken ausgetauscht werden müssen. Wir könnten uns darum kümmern. Oder einen zusammen trinken. Klingt viel besser als die Dachbalken. Hätte nichts gegen einen kurzen. Oder zwei. Ich kann nichts machen. Wurde überstimmt. Auf geht's. Ja, ich sag doch. Macht, was ihr wollt. Aber wartet noch kurz. Geralt und ich müssen reden. Oho, das klingt ernst. Komm, Lambert. Bis gleich, Geralt. Ich sehe schon wieder Tod und Verderben. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Na gut, was habe ich dieses Mal angestellt? Nichts. Ich wollte dich für mich alleine, ohne dass die anderen merken, was wir machen. Und was machen wir? Uns nach oben schleichen und uns lieben. Oh, du nimmst kein Blatt vor den Mund. Ich bin zu alt, um die schüchterne Braut zu spielen. Es sei denn, du fragst artig. Gehen wir? Du kannst später zu den anderen. In einer Stunde oder zwei. Also, okay. Lass mich überlegen. An sich wäre ich instant dabei, ja? Aber sie war so in den letzten Parts nicht gerade nett zu mir. Aber was soll's? Was soll's, Leute? Ich werde dich daran erinnern. Können wir jetzt wieder einen schönen Blick drauf werfen?
Sieh einer an. Turteltauben im Anflug. Habt ihr euch amüsiert? Du hast die Antwort doch gehört, Lambert. Außerdem geht's uns nichts an. Yen, wir haben leider keine Gläser. Ich hoffe, Krüge passen dir auch. Heute trinke ich sogar aus einem Stiefel. Statt Trübsal zu blasen, könnten wir uns gegenseitig auf den neuesten Stand bringen. Alles gut. Ich habe keine Ahnung, warum das mit den Wölfen gezeigt worden ist, aber egal. Eskel, hast du vielleicht was zu erzählen? Erzähl uns nochmal eine Geschichte. Wohin hat es dich verschlagen, Eskel? Nach Aldersberg. Hab einen höheren Vampir gejagt. Ohoho, gefährliche Hurensöhne. Und wählerisch. Meiner hatte eine Vorliebe für junge Frauen aus gehobenem Haus. So wie ich. Deine Fantasien interessieren keinen, Lambert. Aber der Vampir. Selbst ich würde gerne wissen, wie du es angestellt hast. Mein Kunde hat einen Maskenball für die Wohlhabenden der Stadt gegeben. Um den Vampir anzulocken. Ich war auch da, verkleidet. Ich sag euch, so viel Erfolg wie an dem Abend hatte ich bei Frauen noch nie. War das derselbe Maskenball, wo ich auch war? Hast du den Vampir wenigstens erwischt? Was ist aus dem Vampir geworden? Ich hatte eine Abmachung mit einer jungen Alchemistin. Hat sich zugedröhnt. Fistech, Wodka, magische Pilze. Der Vampir hat sie im Garten gefunden und gebissen. Der Kampf war reine Formsache. Ein modernes Märchen zum Thema Völlerei. Und der Alchemistin geht es gut? Ja, hat etwas Blut verloren. Aber schlimmer war der Kater. Hat einen Monat lang nur Gurkensaft getrunken. Lecker Gurkensaft. Und Lambert, was ist mit dir? Was hast du getrieben, Lambert? Hattest du interessante Aufträge, bevor du dich auf die Suche nach Karadin gemacht hast? Oh, stimmt. Ein Auftrag in Lan Exeter. War zugegeben recht einträglich. Ja, in Kovir liegt das Geld fast auf der Straße. Weißt du, wie viel sie dafür an Ertrunkenen zahlen? Ruhe, jetzt rede ich. Dieser Riese hat sie also heimgesucht, hat Reisende angegriffen, Menschen in die Sümpfe verschleppt. Und sich auf der Hauptstraße erleichtert, sodass jeder reingetreten ist. Du hast genug Spannung aufgebaut. Komm zum Punkt. Also, hat sich herausgestellt, dass es kein Riese war, sondern ein großer Waldtroll. Und die Reisenden wurden von Räubern überfallen. Was hast du gemacht? Erst die Banditen erledigt, um die Straßen sicherer zu machen, dann den Troll. Sollte seinen Kopf liefern, um den Lohn zu kassieren. Okay. Pragmatisch wie immer, sag ich dazu. Pragmatisch wie immer. Du könntest dir von Lamberts Tunlichkeit eine Scheibe abschneiden. Ideen wie gleiches Recht für Trolle vergessen und dich von der Armut fernhalten. Ich wusste, die Zauberin würde es so sehen wie ich. Ja, jetzt bin wohl ich da, ne? Hab einiges erlebt in letzter Zeit. Könige, Drachen, Verschwörungen und dann habe ich Yen gefunden. Wirklich sehr schön. Aber warum erzählst du uns nicht von Uma? Lange Geschichte. Ich war Ciri auf der Spur. Bin nach Velen, Skellige, Novigrad, um mal wieder Rittersporn zu retten. Hat er etwa schon wieder die Falsche gevögelt? Ach, apropos alte Freunde. Novigrad und Vögeln. Wie geht's, Triss? Du kannst mich mal, Lambert. Hey, da habe ich wohl einen wunden Punkt getroffen. Lambert,
Nicht witzig. Gut. Sind wir jetzt auf einmal ernst? Na dann. Yen, was hast du mit Uma vor? Ich sagte doch, wir sprechen morgen darüber. Dann raus mit der Sprache. Mitternacht ist rum. Ich werde ihn der Kräuterprobe unterziehen. Aber nur... Du wirst ihn was? Was hat er gegen die Kräuterprobe? Achte auf deine Manieren, Lambert. Hast du gehört, was dieser... Ich sag's dir nicht nochmal. Tut mir leid. Willst du einen Hexer aus ihm machen? Natürlich nicht. Es geht mir auch nur um die erste Hälfte der Probe, weil... Weil du ihn leiden sehen willst? Unterbrich mich nicht, sonst werde ich dich leiden sehen. Um Uma seine alte Gestalt wiederzugeben, müssen wir erst... Wie erkläre ich's? Es ist wie mit Ton. Um ihn zu formen, muss er feucht sein, sonst zerbröckelt er. Darum geht's im ersten Teil der Probe. Er bereitet den Körper auf eine Veränderung vor. Nur so können die Mutagene einen Hexer hervorbringen. Wie stehen die Chancen, dass Uma überlebt? Nicht gut, aber wir haben keine Wahl. Hört sich ja geil an. Wesemir macht seinen Trick mit dem Schierling. Du wirst dich wundern. Der Alte weiß, was er tut. Das wäre die erste Probe seit Jahren. Jahrzehnten. Ich wusste, dass ihr skeptisch sein würdet. Skeptisch? Darum geht es nicht. Dieses geheime Wissen ist vergessen. Und so sollte es auch bleiben. Ich bin die Letzte, die euch vorschlagen will, Horden von Hexern zu züchten. Das brauchst du auch nicht. Bis jetzt hatten wir eine gute Ausrede, warum wir keine Lehrlinge aufnehmen. Das sollten wir überdenken. Später vielleicht. Wer will noch eine Runde? Oh, ich. Aber wir haben nichts mehr zu beißen. Geralt, wie wär's mit einem Überfall auf die Küche? Gute Idee. Edle Herren, es war mir eine Freude, mit euch zu trinken. Besonders mit Lambert. Aber es ist schon spät. Bleibt nicht zu lang auf. Morgen ist ein wichtiger Tag. Sie meint heute, wir haben nach Mitternacht. Okay. Wollte nicht hören, oder? Wollen Sie nie. Wovon redet ihr? Vor einer Weile hatte Eskel einen Samovila-Auftrag. Tolle Geschichte. Gleich erzähle ich weiter. Erst aber etwas Nachschub. Oh, die Leber lässt grüßen. Was ist das? Nennt sich die Quälerei. Zu gleichen Teilen Schnaps und weiße Möwe. Was guckst du so? Yen ist im Bett. Jetzt wird richtig zugelangt. Sehr gut. Noch ein. Zum Wohl. Ja, das wird, glaube ich, nichts mit früh aufstehen. Spielen wir Karten? Nein. Nein. Also, erzähl mir doch mal, was du erzählt hast. Erzähl mal, wie war das mit dieser Samovila? Hat einen Bauern geschnappt. Aber statt glücklich zu sein, dass er entkommen konnte, hat sich der Idiot Hals über Kopf in sie verliebt. Wollte, dass ich sie einfange, hab abgelehnt. Also hat er es allein versucht. Mit einem Fischernetz. Ich wette, die zwei tanzen jetzt auf einem fahlen Feld eine Masurka. Tolle Geschichte. Und eine Moral hat sie auch. Ach ja? Und die lautet? Halt dich von gefährlichen Frauen fern. Könnt ihr endlich Yen aus dem Spiel lassen? Kannst du endlich Yen aus dem Spiel lassen? Ja, sobald ich ihr vertraue. Du würdest für sie durchs Feuer gehen. Aber sie spielt mit dir wie mit einer Fiedel die ganze Zeit. Hör zu, ihr gottverdammten Beziehungsexperten. Keiner von euch war je mit einer Zauberin zusammen. Aus gutem Grund. Gut, lassen wir unseren Hübschen, bevor er sauer wird. Er hat schon diesen beleidigten Blick. Nicht auszuhalten. Trink, Geralt. Auf dich und Yen. Und wenn sie nicht gestorben sind... Was für Sack.
Ist er kälter als im Arsch eines Eisriesen hier? Meine Herren, ich komme wieder. Aber erst muss ich für kleine Drachen. Kommst du gut mit Lambert aus? Verstehst du dich gut mit Lambert? Irgendwie habe ich gelernt, nicht über bestimmte Dinge mit ihm zu sprechen. Dürfte eine lange Liste sein. So ist es. Hallo, ihr Knirpse. Feiert euren eigenen kleinen Karneval, was? Alkohol, meine Besten, ist des Hexers ärgster Feind. Wo hast du denn dieses Hütchen her? Aus Wesemirs Koffer. Der letzte Schrei des Jahres 1112. Sicher hat es der Alte getragen, als er Mädels aufreißen ging. Oder, wie man es damals sagte, den Weibern den Hof machte. Jungs, ein Hexer zu sein, ist mehr als nur Karten und Schnaps. Es ist harte Arbeit. Nicht für uns ist das Zwitschern von Kindern, nicht für uns. Ist gut, ein Wesemir reicht uns. Zieh das aus, bevor's kaputt geht. Und schenk ein. Oh, das mache ich, Eske. Ich schenk ein. Bis zum Rand. Denn ohne Wodka bist du steif wie ein Buchhalter in der Gipskorsage. Können wir jetzt was Lustiges unternehmen? Na los, amüsieren wir uns. Langweilen wir dich etwa? Nein, es ist nur... Nicht witzig genug. Unser Schönling hat recht. Hör zu, ich kenne da ein Spiel von einem Schüler in Ochsenfurt. Mhm. Einer fängt an und sagt, ich hab noch nie... und beendet den Satz, wie er will. Wer das Erwähnte schon mal gemacht hat, muss einen trinken. Dann ist der Nächste dran. Die spielen, ich hab noch nie, alles klar. Du fängst an. Ich hab noch nie... mit einem Succubus geschlafen. Ich hab keine Ahnung. Ich glaub nicht. Na, sieh mal einer an. Eskel, Eskel. Stille Wasser sind tief. Ich stehe total auf Frauen mit. Gut, jetzt ich. Ich hab noch nie... nach einem Besäufnis nur noch meine Unterhose angehabt. Ja, da trinke ich doch direkt mal, ne? Ja, ey, ich wollte gerade schon sagen, da müssen ja alle trinken. Kommt schon, Leute. Geralt, Lambert ist ein hoffnungsloser Fall, aber du, was würde Papa Wesemir sagen? Papa Wesemir würde diese Runde auch mittrinken. Das glaub ich auch. Also gut, Geralt, du bist dran. Ich hab noch nie. Ich hab noch nie einen Sprung aus dem Fenster einer Geliebten machen müssen. Einen Sprung aus dem Fenster einer Geliebten machen müssen. Echt nicht? Muss ja ein harter Hund sein, dessen Frau du durchgevögelt hast. Irrtum. Es war ein Freund. Ich wollte ihn nicht kränken. Ja? Ein schöner Freund bist du. Gut, Leute, lassen wir das. Sonst kann ich euch nie wieder in die Augen sehen. Puh. Der Wodka. Der Wodka ist alle. Wer holt noch rein? Ich war schon. Ich hab Essen geholt. Na gut. Ich geh. Küche. Da lang, oder? Lambert, ich mag dich, das weißt du doch, oder? Lambert, Kumpel, ich muss was loswerden. Ja? Manchmal bist du ein echter Idiot. Okay, und lieben. Ich liebe dich, Bruder. Und du bist manchmal ein echter Angeber. Aber scheiße. Ich würde mit dir durch die Hölle gehen. Komm her, du Knallkopf. Scheiße. Kaputt. Zum Glück war sie leer. Wo ist Eske? Müsste längst wieder da sein. Wir müssen ihn suchen. Das ist eine Aufgabe für Wesemir. Nicht schon wieder. Zieh die Mütze aus. Wo ist dieser Jungspund nur hin? Vielleicht ist er in Bedrängnis. Ich wette es. Los, Männer, auf zur Rettung. Oh mein Gott. Ich bin ja komplett durch.
heilige... Okay. Gut, Leute. Ich würde sagen, ich bin ein bisschen betrunken. Eskel! Aber auch nur ein bisschen. Eskel! Und würde sagen... Eskel! Wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Das war das Besäufnis im nächsten Part. Besaufen wir uns hoffentlich weiter. Würde mich sehr freuen. Ja, gut, Leute. Würde mich sehr freuen, wenn ihr im nächsten Tag wieder einschaltet. Im nächsten Part wieder einschalten würdet. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich sage bis dahin. Tschüss!